Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog vom Freitag. Genau, heute haben wir Freitag. Nicht wundern, Haare habe ich noch nicht gemacht. Ich habe hier noch so eine Assi-Steck-Irgendwas-Palme. Ja, Robert ist heute schon extrem früh wach gewesen. Damit war ich auch schon extrem früh wach. Um genau zu sein, seit 4.44 Uhr. Er ist halt voll früh auf Arbeit gefahren. Und ich bin dann mit einem Film im Bett nochmal eingeschlafen, zum Glück. Und jetzt habe ich eigentlich die ganze Zeit wirklich nur rumgegammelt. Total unproduktiv. Und ja, jetzt warte ich eigentlich auf Robert. Er kommt gleich heim. Er macht heute was eher Feierabend, dadurch, dass er schon so früh angefangen hatte. Und dann machen wir gleich direkt einen Spaziergang und wir fahren noch zu meiner Packstation. Genau, und ja, würde sagen, ich nehme euch mal wieder mit durch unseren Nachmittag und Abend und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, ich bin ready. Robert fährt jetzt los von der Arbeit. Ich gehe für ihn schon runter. Da komme ich. Ich nehme mich mit dem Auto direkt abholen. Und ich werde mal nicht den Aufzug nutzen, zumal der eh momentan nicht in den vierten Stock fährt, sondern schön Treppen laufen. Weil Treppen runter soll ja auch sehr wirksam sein, ne? Genau. Ja, deswegen laufe ich jetzt mal runter und warte da auf Robert. Tierpark Lange Erle angekommen hier in Basel. Das ist so ein Tierpark, der mit Eintritt frei ist. Richtig cool. Und hier drehen wir jetzt unsere Runde. Ich habe gerade einen Babyesel gestreichelt, so süß. Aber ich wollte ja nicht filmen, weil da noch andere waren. Voll niedlich. Das war mein erstes Mal Babyesel streicheln, richtig cool. Wir machen jetzt hier gerade kurz Pause auf einer Bank. Bauchi braucht Pause. Ist auch ein bisschen hart jetzt. Ja, mal schauen. Wir warten halt immer noch. Ja, jetzt gleich ist unsere Runde vorbei. Es könnte auch nachher noch regnen, sieht so komisch aus, das Wetter. Aber, ja, wir sind ja schon quasi Richtung Auto wieder. Jetzt sind wir hier gerade bei den Eulen und, ja, machen uns gleich auf den Rückweg auf jeden Fall. Hallo von zu Hause aus, wir sind wieder da. Ich habe mir jetzt die Nudeln von gestern nochmal warm gemacht, die lasse ich mir jetzt schmecken. Und dabei gucke ich Lindas Video, ja, zu ihrer Tochter, die sie geboren hat. Und, ja, freue mich jetzt darauf. 17 Uhr hat sie es hochgeladen. Ja. Und ist es noch. Zwei Pakete sind angekommen. Zeige ich euch nachher mal, was da so drin ist. Aber jetzt gucke ich erstmal in das Video. Da bin ich nämlich super gespannt drauf. Och Mann, so schön. So schön. Ich möchte unsere Tochter auch endlich in den Armen halten können. Und dieses Glück spüren können. Ich freue mich da so sehr drauf. Es muss echt unglaublich schön sein. Und da kommen auch direkt meine Hormone hoch. Furchtbar. Ich glaube, ich werde auch so heulen, wenn es losgeht. Ich hoffe, ich kann auch ein paar Eindrücke dann festhalten. Ich bedenke, übermorgen ist theoretisch ET. Ich glaube, man kann es einfach noch nicht realisieren, wenn es nicht so weit ist. Wenn man dieses kleine Baby in den Armen hält. Und ja, ich fühle so ein bisschen durch Linda jetzt durch und ja, kannst kaum abwarten, unseren eigenen kleinen Schatz zu halten. Aber nicht mehr lang, nicht mehr lang. Ich weiß es einfach, dass es nicht mehr lang ist. Es sind nicht mal mehr 2 Wochen, dann werde ich sie schon in den Armen halten, weil, ja, Hammer. Ja, ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Robert macht jetzt Mittagsschlaf, weil er ist noch früher wach gewesen. Er ist seit 3:30 sogar, habe ich noch eben erfahren. Richtig heftig. Der war jetzt auch fix und alle beim Spaziergang. Der war voll ruhig und ich glaube, der schläft jetzt auch schon tief und fest. Ja, und ich mache jetzt, wie gesagt, auch ein Päuschen, habe meinen Karamals und
Ja, wird der Linda jetzt mal schreiben. Seht ihr diese Beule da? Das ist mein Bauch. Seht ihr die Beule? Das ist Baby Girl, die sich hier voll in die linke Seite drückt gerade. Seht ihr das? Das ist immer das Unangenehmste überhaupt. Aber ich weiß, hier ist der Rücken von Baby Girl und der Puppi. Der kleine Popo. Oh, Kind der Liebe. Guck mal, wie flach hier der Bauch ist und wie spitz der hier zuläuft. Oh, wann kommst du raus, mein Schatz? Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch noch den Inhalt von den Päckchen zeige. Und zwar hat meine liebe Schwiegermama bei Lilidoo dieses Probepaket geordert und uns zugesandt. Da ist dann halt so eine Probewindelpackung drin. Und was ich ganz toll finde, ist, dass es schon die Nummer 3 ist, Größe 3. Weil 1er Windeln haben wir jetzt wirklich richtig viele. Und ich habe auch schon einiges an Lilidoo Windeln da. Ich glaube, das weiß meine Schwiegermama noch nicht. Aber das finde ich auch super praktisch. Feuchttücher habe ich auch da, aber halt nicht so eine kleine Packung. Und die ist halt für unterwegs noch richtig cool. Und ja, die packe ich dann auch noch zu den anderen Windeln in den Schrank. Ja, und 3er Windeln gehen von 4 bis 9 Kilo. Das sind 10 Stück. Und das ist dieses Probierpaket von Lilidoo, was ihr umsonst kriegt quasi und nur Porto zahlen müsst. Ja, total lieb. Haben wir uns gefreut drüber. Und jetzt komme ich noch zum anderen Paket. Die liebe Sabrina, das ist auch eine Mami, die hat sich selbstständig gemacht und hat mir ein Tragetuch, also hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Tragetuch zu testen. Und wir haben ja eine Babytrage, aber ein Tuch halt noch nicht. Und ich dachte, das wäre die perfekte Möglichkeit, das mal auszutesten. Und die heißt Kumulole. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich freue mich tierisch und bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich kann euch übrigens mal den Amazon-Link davon in die Infobox setzen. Ich unterstütze das super gerne, weil sie ist da ganz am Anfang und wie gesagt selber Mami. Und dann mache ich das sehr gerne. Und das Tuch ist auch wirklich nicht teuer. Also ja, ich bin mal auf die Qualität gespannt. Also, ich habe es jetzt mal ausgepackt und das ist mega, mega lang. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Man kann es auch bei 30 Grad waschen. Und dann das Logo. Und ich hatte mich gefragt, ob da eine Bedienungsleitung bei ist, Anleitung bei ist. Und ja, ist sie allerdings leider auf Englisch, aber es ist noch mit Bildern beschrieben. Deswegen hoffe ich, werde ich das mal hinkriegen. Ja, ich denke auch für die, die kein Englisch verstehen, wird das, ist das selbsterklärend hinterher. Wird auf jeden Fall ausprobiert, sobald unsere kleine Prinzessin da ist. Ich bin mal richtig gespannt drauf. Also wir haben jetzt ein schwarzes bekommen. Und vor allen Dingen bin ich gespannt drauf, ob ich das jemals zurück in diesen kleinen Beutel kriege. Weil ausgepackt ist das, wie gesagt, riesig. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Sabrina. Und ja, wie gesagt, ich setze euch den Link mal einfach in die Infobox. Weil ich finde das toll, wenn sich Mamas so selbstständig machen und dann eine Idee entwickeln. Und dann unterstütze ich das auch sehr gerne. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, baden zu gehen. Weil es ist mal wieder Zeit für Rasieren und so. Und das kann ich halt am allerbesten, wenn ich in der Badewanne bin. Und ich habe mir schon meinen Laptop hier zurechtgestellt. Dann gucke ich gleich schön Videos von da aus. Das passt immer ganz gut. Ich stelle mir den Laptop ins Waschbecken. Meine Assi-Palme habe ich mir schon gemacht, weil Haare werden heute nicht mitgewaschen. Ja, und dann kann ich mich halt wunderbar rasieren, wie gesagt. Und dann habe ich immer so 2-3 Tage Ruhe und das ist dann perfekt. Und ja, jetzt werde ich erstmal ein bisschen, ich glaube, abschminken. Ich habe mich heute ein bisschen geschminkt, kann ich mich auch. Vielleicht mache ich mir sogar eine Tuchmaske drauf. Und dann sehen wir uns später wieder. Heute ist dieser kleine Kerl fällig. Ich habe ihn so ewig lang, ich glaube, seit letztem Sommer aufgespart, weil ich einfach ihn nicht opfern konnte. Und jetzt hier der Beweis und auf Kamera festgehalten. Heute ist er fällig. Aber vielleicht nur die Hälfte von ihm. Der ist übrigens von Lush. Aber ich glaube, die meisten erkennen das eh. Tschüss, kleiner Flamingo. Also den Schaumberg muss ich euch jetzt mal eben zeigen. Und es riecht himmlisch. Und guckt mal, ich habe lediglich nur den Kopf benutzt. Also sowas könnt ihr 2 bis 3 Mal benutzen. Und das reicht völlig aus. Ich habe früher auch mal den Fehler gemacht, eine ganze Badekugel für eine Badewanne zu verwenden. Aber wenn man sie 2-3 Mal oder manche sogar 4 Mal nutzt, lohnt sich das sogar mehr, als wenn ihr diese Sachets in der Drogerie kauft am Ende. Ach, da freue ich mich jetzt drauf.